Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Pal World, neues Let's Play-Projekt. Ich freue mich riesig über jeden von euch, der hier mit dabei ist, ihr Lieben. Ich denke, zu dem Spiel brauche ich wirklich nicht viel zu sagen. Es ist halt irgendwie Ark meets Pokémon plus ein bisschen Zelda und ein bisschen Craftopia. Und allein hier dieses Titelbild macht schon Bock auf mehr. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust reinzuzocken, auch wenn ich jetzt sehr, sehr spät dran bin mit dem Start. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid auch bei mir nochmal mit dabei, wenn es losgeht in Pal World, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel, ohne lange zu warten. Wir erstellen eine neue Welt. Ja, Palpagos Island. Nehmen wir so. Ganz kurz gucken, was können wir einstellen. Mehr Spieler aus. Schwierigkeitsgrad lassen wir mal auf normal. Das ist ein Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die schon mal ein Survival-Spiel gespielt haben. Ja, das eine oder andere haben wir schon mal gespielt. Ne? Jetzt auch nicht jetzt im Übermaß, aber das eine oder andere haben wir auf jeden Fall schon mal gespielt. Ein harter Kampf ums Überleben auf der Insel Palapagos. So, die Spieleinstellungen sind ausbalanciert. Die Ausrüstung und Materialien werden am Todesort fallen gelassen. Ja, wie in Ark, ne? Alles klar, nehmen wir so, bestätigen, Einstellung abschließen und Spiel beginnen. Ja, wollen wir, gerne, wir wollen endlich beginnen. Wir sind ja eh schon super spät dran, deswegen wollen wir jetzt endlich beginnen. Ich habe wieder richtig Bock, Leute, dass, also was ich bis jetzt gesehen habe, nur an Vorschau-Videos habe ich mir angeguckt und eben Trailern und so. Ich habe schon richtig Bock drauf und ein bisschen Berichterstattung habe ich mir natürlich angeschaut. So, nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Alles klar. Körper, Typ 2. Ja, passt soweit. Gesicht kommt noch nicht ganz hin, aber sonst sind wir schon mal zufrieden. Ich würde sagen, hier stellen wir gar nicht so viel ein, ne? Gesicht... Ja, bin ich schon zufrieden. Können wir die... Achso, hier, Haarfarbe ändern. Ja, und können wir auch irgendwie die... Wie ändere ich die Bart? Achso, hier kann man noch runterscrollen. Ach, wie gut, Augen gibt es auch noch, verschiedene. Oh, die sind ja mal fies hier. Und die hier erst... Ich glaube, wir bleiben mal ganz normal hier. Augenfarbe grün ist eigentlich schon ganz okay. Können wir es noch ein bisschen dunkler irgendwie machen? Mehr ins Grün und ein bisschen dunkler nochmal. Ja, passt. Okay. Und Bart? Hier kann ich nicht scrollen. Stimme. Augentyp. Augenbrauenfarbe könnte es sein. Passt. Nehmen wir Stimme. Ja. Okay. Ha ho, ha hi ho, ha ho. Nehmen wir Goofy. Alles klar. Können wir keinen Namen eingeben? Sieht nicht so aus, ne? Okay, dann auf geht's. Spiel beginnen. Ja, haben wir schon eben gelesen. Wir können nichts mehr ändern. Macht auch nichts. Wir sind zufrieden so. Alles klar, los geht's. Rein in Pal World. Ich bin sehr, sehr... Ah, wie gut. Die sehen ja gleich schon mal richtig cool aus, die Viecher. Hallo. Alles klar, wir wachen am Strand auf. Klassisches Survival-Spiel. The towers are the key. There are three holds the truth. Okay, the tree holds the truth. Alles klar. Die Türme sind der Schlüssel und der Baum trägt die Wahrheit. Alles klar. Okay, da sind wir. Kurz gucken. Ja, sieht gut aus. Mausempfindlichkeit ist echt nicht gerade hoch. Aber passt erstmal so. Kleines Tutorial haben wir da oben. Alles klar. Ich würde sagen, gehen wir los. Kommen wir erstmal an. Windstieghügel. Optisch gefällt es mir schon mal, Leute. Oh, wie gut. Ja, gefällt mir. Da rennt schon ein Viech rum. Da rennt schon mehrere rum. Chikipi. Was ist das? Was bist du? Ah, sehr schön. Leute, erstmal ankommen. Wir müssen erstmal reinkommen. Schnellreisefunktion. Schnellreise freigeschaltet. Ein Technologiepunkt erhalten. Alles klar. So, machen wir mal das Tutorial da oben, würde ich sagen. Für den Anfang. Sammel herabgefallene Äste oder schlage Bäume. Können wir denn hier was aufsammeln? Hier, Steine.
Okay. Stöcke. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das gefällt mir. Und die Viecher sehen auch schon gut aus. Das gefällt mir auch schon. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schaue dir das Survival Guide an. Okay, gucken wir mal kurz rein. Inventar, zurück, Technologien, Paldex. Oh, cool. Die können wir uns hier schon genauer angucken. Der sieht ja schon mal super aus. Der auch. Die sehen alle gut aus. Survival. Ach da, Survival Guide. Steuerung, das alles klar. Haben wir gemacht. Öffne mit B das Baumenü. Primitive Werkbank. Oh, cool. Aber ich will jetzt noch gar nichts bauen. Ich weiß auch noch gar nicht, wo wir überhaupt irgendwas aufbauen wollen. Wir haben uns noch gar nicht umgeguckt, Spiel. Lass uns erstmal gucken. Oh. Oh, Level Up. Sehr cool. Können wir das hier auch pflücken? Ja. Was bist du? Palladiumbruchstück. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen mal alles mit. Wir müssen auch essen und trinken bestimmt, ne? Deswegen gut, dass wir schon mal Berries hier finden. Holz. Oh, sieht das gut aus, Leute. Es gefällt mir. Der Stil gefällt mir sehr gut. Das passt richtig. Kann man eigentlich auch irgendwo. Oh, wie super! Deswegen, daher kommt also, das ist ein bisschen was. Ich dachte, die Optik bezieht sich auch ein bisschen auf Zelda, aber nee, wir können auch klettern wie in Zelda. Was ist denn das da unten? Da leuchtet irgendwas. Da drüben blitzt noch irgendwas. Da laufen so ein paar Schafe rum. Ich will da hin, Leute. Ich will kurz zu den Schafen. Au, 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 au. Okay, geht noch. Oh, sieht das gut aus, Leute. Wir gucken uns erstmal um und überlegen dann, wo wir uns vielleicht was Erstes aufbauen dann. Oh, das Wasser sieht auch schön aus. Und der Wasserfall hier. Gefällt mir. Was sind das Blinkende hier? Und da noch was. Was bist du? Oh, man muss gedrückt halten. Alles klar. Wir hauen mal mit der Faust drauf. Passiert aber, glaube ich, nichts, ne? Außer, dass wir uns, glaube ich, wehtun. Okay. Hallo, ihr. Ach, guck, wie gut. Sie wundern sich, die Fragezeichen über dem Kopf. Die sehen witzig aus. Wie heißt denn du? Steht nicht dabei, ne? Doch jetzt. Lamball. Okay, der Lamball. Wer kennt ihn nicht? Achso, gedrückt halten. Da muss ich mich erst mal dran gewöhnen, glaube ich. Aber es ist eigentlich viel angenehmer, als ständig draufklicken zu müssen, wenn man was abbaut. Ich meine, A kann man übrigens aber auch gedrückt halten. So. Ja, suche einen passenden Platz zum Bauen. Da sind wir ja noch dabei. Da sind wir ja noch dabei. Wir gucken uns erstmal um. Oh, hier unten ist aber schon schön viel Platz. Und Wasser wäre hier auch, ne? Da drüben hätten wir noch mal ein bisschen Platz. Ich weiß auch nicht, wie viel Platz man braucht. Wobei für unser. Wenn wir uns erstmal irgendwo anfangen, was aufzubauen, können wir erstmal irgendwo anfangen. Ich würde sagen, wir können ja bestimmt später auch umziehen in dem Spiel noch. Hoffe ich einfach mal. Was bist du? Bist nur ein Stein, ne? Und was ist. Guck mal hier, da unten ist auch eine Kiste. Boah, können wir die einfach so aufmachen? Öffnen! Was haben wir gefunden? Goldmünzen, Palsphäre, kleine Palseele. Die Seele eines verschiedenen kleinen Pals. Opfere sie einer Statue der Kraft, um ihr verborgenes Potenzial zutage zu fördern. Okay. Ach hier, das sind quasi unsere Pokebälle, ne? Ja, ein Hilfsmittel, mit dem sie sich Pals fangen lassen. Ja, das sind quasi unsere Pokebälle. Was bist du? Aufheben. Du hast Notizen eines Schiffbrüchigen Tag 2 aufgesammelt. Du hast Aufzeichnung eines anderen Abenteuers gefunden. Im Optionsbildschirm kannst du mehr über seine Reise erfahren. Notizen. Aha. Notizen eines Schiffbrüchigen Tag 2. Bei einem Erkundungsspaziergang fand ich eine Sphäre, die ein seltsames blaues Licht ausstrahlte. Ich warf sie beiseite und eine Kreatur, die zufällig in der Nähe war, leuchtete geheimnisvoll auf und wurde scheinbar von der Sphäre aufgesogen. Ah, so eine kleine Erklärung, wie es funktioniert mit den Pokébällen hier quasi, ne? Ungläubig hob ich die Sphäre auf. Die Kreatur formierte sich aus dem Licht wieder neu und sah mich grinsend an. Zu meiner endgültigen Überraschung half mir das Wesen sogar, eine Hütte zu bauen und mich vor Wind und Wetter zu schützen. Ah ja, super, die können ja auch mitarbeiten, genau. Ein echter Kumpel in der Not. Ich beschloss, die Kreatur liebevoll Pearl zu nennen. Der Insel gab ich passend dazu den Namen Palapagos. Alles klar, Palapagos. Okay, wir sind auf Palapagos. Die Palapagos-Inseln. Das ist ja mal cool. Können wir hier auch einfach hochkraxeln? Ja, solange wir Ausdauer haben anscheinend, ne? Finde ich ja mal gut. Auch mit so kleinen Hintergrundgeschichten hier. Auch wenn es nur so ein kleines Tutorial-Info im Grunde ist, ne, wie man so ein bisschen wahrscheinlich dann seine Pearls fängt, dass sie mithelfen können. Wie weit können wir denn.
Können wir denn hier... Das sieht auch gar nicht tief aus, ne? Das Wasser irgendwie. Ja, komm, Attacke. Au! War auch nicht wirklich tief, aber hat auch nicht wirklich wehgetan. Geht noch. Oh, was ist das? Was bist du? Aufheben. Sammle Liv-Monk-Statuen und opfere sie einer Statue der Kraft, um dein Geschick beim Fangen von... Alles klar. Also gibt es blaue und grüne Kristalle hier irgendwie oder was auch immer, die wir einsammeln können. Und dann können wir sie an einer Statue der Kraft, was auch immer das ist, opfern. Um wahrscheinlich unsere Werte zu verbessern, so wie es jetzt anhört. Ne? Einmal unsere eigenen Werte und einmal wohl die Fähigkeiten, also die Pads zu fangen. Sehr cool. Da rennen noch mehr von denen rum. Die scheinen doch absolut harmlos zu sein hier, ne? Was bist du? Bist du auch harmlos? Hallo? Auch erstmal ein Fragezeichen. Das finde ich schon mal cool. Ich hoffe, du entscheidest jetzt nicht, uns anzugreifen. Nee. Wahrscheinlich gibt es hier noch keine Gefährlichen, wo wir hier rumlaufen. Das ist ja das Anfangsgebiet, würde ich mal sagen. Komm, wir sammeln mal alles ein. Wo sieht man eigentlich unseren Hunger und... Ach, da unten. Alles klar. Wir haben schon ein ganz bisschen Hunger. Aber okay, wir pflücken mal weiter Bärchen und gucken uns erstmal um. Komm, hüpf hier rauf. Wo geht's da hin? Oh, guck mal, da drüben sind noch andere Inselstücke. Und guck mal, das da hinten. Oh, hier gibt's bestimmt auch so viel Cooles zu entdecken. Hopf. Nicht nur die Tierchen, sondern auch die Welt an sich. Gefällt mir jetzt schon auf, dass hier Schatztruhen irgendwie rumstehen. Super Sache. Kann man dich pflücken? Nee, kann man nicht. Oh, da unten laufen noch andere rum. Da sind noch so blaue. Zack. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, Leute. Oh, warte mal, guck mal, wir haben da oben einen Kompass. Guck mal, das ist der Schnellreisepunkt, ne? Das Symbol passt zu dem, wie der Turm ausgesehen hat, den wir angeklickt haben. Das heißt, da haben wir einen Schnellreisepunkt. Und da unten muss dann also noch einer kommen. Das finde ich ja gar nicht mal so unpraktisch, dass man das hier oben am Kompass sehen kann. Lass uns mal gucken, ob wir da runterkommen. Dann können wir gleich mal den nächsten Schnellreisepunkt suchen. Dann können wir schon mal... Oh, was liegt denn da? Eine Palsphäre. Hast du gerade ein Geräusch gemacht? Hallo? Was macht... Guck mal, was es macht! Jetzt rennt's weg. Habt ihr gesehen? Es hat sich so ein bisschen gestretched irgendwie. Wie gut! Ah, finde ich das super. Okay. Oh, hier ist aber auch schön viel Platz, ne? Warte mal, ich will aber... Warte mal, das ist der... Da unten muss einer sein. 175 Meter nur. Ist das auch schön hier mit diesen kleinen Holzbrücken und so. Was liegt denn da rum? Da blinkt irgendwas anderes. Was bist du? Wolle. Nehmen wir mit. Gibt es eigentlich ein Gewichtslimit? Ja, bestimmt, ne? Sehen wir das irgendwo? Oh, guck mal hier. Haben wir auch Werte? Gewicht 300. Ja, okay. Also es ist wirklich wie bei Ark. Ach, guck mal, hier unten sehen wir auch, wie viel Fragen. 120 von 300. Geht aber noch. Da geht noch was. Was? Was ist... Marmorrest. Unaufhaltsame Naturgewalt. Oh, was ist das für ein cooles Vieh, bitte? Nochmal ein Level up. Der sieht ja mal Hammer aus. So einen will ich haben. So einen wollen wir haben. Oh, guck mal, da unten ist der Schnellreisepunkt. Die Landschaft sieht schon cool aus. Was ist das da oben für ein Durchgang? Oh, was bist du? Das ist ja auch mal ein Lama mit Strümpfen. Alles klar. Warum nicht? Melpaka. Ja, oder eben Alpaka. Level 10. Oh, es hat Angst. Alles klar, zum Glück hat es Angst. Da blinkt nochmal was. Das sieht ja auch gut aus. Da oben, guck mal den Baum an, da oben. Der sieht sehr besonders aus. Ich glaube, wir werden erstmal zwei Folgen lang rumrennen, bevor wir uns überlegen, irgendwo was aufzubauen. Da unten blinkt auch irgendwas. Das ist aber, glaube ich, nochmal so ein Kristallstein oder was auch immer das ist. Oben der Baum ist auf jeden Fall irgendwas Besonderes, mit Sicherheit. Aber ich glaube, so hoch können wir nicht klettern. Was ist das da? Was liegt... Oh, was ist das denn da oben? Oh, das sind noch andere Viecher hier. Oh, hier so ein Feuerfuchs hier.
Fox Parks. Und was ist das andere da? Das sieht ja auch richtig witzig aus. Bleib mal stehen. Halt. Es rennt weg. Ah, nicht angreifen. Oh, hier sind ja richtig viele unterwegs. Das andere rennt immer noch weg. Ich finde das mal so gut, Leute. Was ist das hier? Das sind normale Steine, ne? Ja, Steine sind das. Okay, wo haben wir jetzt... Da unten war das mit dem Schnellreisepunkt. Hier ist auch super. Da sind die nochmal so Viecher. Pengulette, die sehen ja auch mal cool aus. Die sehen alle witzig aus. Natürlich, sie erinnern sich schon stark, ne, teilweise wirklich, also die hier zum Teil auch schon sehr stark an Pokémon. Trotzdem werde ich mich bemühen, die jetzt nicht mit Pokémon-Namen zu bezeichnen hier, sondern einfach so, wie die im Spiel heißen. Weil das sind Pals, Leute, das ist ein eigenes Spiel. Auch wenn ich jetzt schon Pokébälle gesagt habe, muss ich mir auch angewöhnen, dass wir einfach mal gucken, dass wir das nennen, wie das im Spiel hier heißt. Ne, du bist ein Pal. Und wir haben eine Palsphäre. Oder eine Palsphäre. Wir wissen ja jetzt auch schon, warum die so heißen. Wir haben ja gerade nur eben gelesen, dass sie den Namen bekommen haben. Das Vieh sieht mal so cool aus. Können wir hier... Was ist das da hinten? Oh. Wir waren doch gar nicht an dem Schnellreisen. Wir sind gar nicht so weit gelaufen, ne? Sehen die gut aus, Leute. Eiktierdir. Okay, machen wir erstmal den Schnellreisepunkt hier frei. Nochmal Technologiepunkte erhalten. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir die verteilen. Oh, hier eine Ruine, Leute. Und nochmal so ein Ding. Palsphäre mitnehmen. Hallo. Und tschüss. Wir fangen dich später noch. Weißt du Bescheid? Alles klar. Da blinkt schon wieder irgendwas. Das ist aber nur so ein Kristall. Oh, da ist nochmal so ein grünes Ding. Nehmen wir mit. Live-Mark-Statue. Wir müssen mal so eine... Kann man hier auch dran hochklettern eigentlich? Ja. Das finde ich ja mal cool. Juich. Ist aber nichts oben drauf. Da rennt nochmal so ein Lama. Alpaka-Lama. Lahmes Alpaka. Hallo. Noch eine Nachricht. Tag unbekannt. Nachricht eines Schiffbrüchigen nochmal. Notiz eines Schiffbrüchigen. Tag. Wissen wir nicht. Diese Welt birgt Geheimnisse. Zu dieser Überzeugung gelangte ich Ende letzten Jahres, als ich mir für meine Forschung die Topographie der Welt ansah. Als ich die Insel der Welt betrachtete, schien mir ein Ort seltsam leer zu sein. Hier fehlte etwas, so deutlich, dass ich mich fragte, warum mir das vorher nie aufgefallen war. Die folgenden Monate verbrachte ich mit den Vorbereitungen und schaffte es, auf Grundlage meiner Hypothese die Koordinaten einer Insel zu ermitteln. Ich beschloss, mir ein Boot zu nehmen und mich alleine auf den Weg dorthin zu machen. Okay, gibt's noch... Also wir haben ja schon gesehen, aber gibt's wirklich noch weitere Inseln? Kann man sich ein Boot bauen? Fragen über Fragen. Wir gehen erstmal weiter. Kann man da oben auch hoch? Ich weiß noch gar nicht, wo wir hinlaufen, Leute. Wir laufen einfach. Da ist nochmal eine Markierung und nochmal eine Markierung. Ich würde sagen, wir folgen mal so ein bisschen diesen Schnellreisemarkierungen erstmal gerade. Ich weiß nicht, was das andere für eine Markierung ist. Und sammeln so lange Sachen ein. Habe ich das... Ja, ich habe alles mitgenommen hier, ne? Was hier vorne jetzt zu sehen war, was geleuchtet hat jedenfalls. Ich glaube, hier steht sonst nichts rum. Hier ist nochmal ein Stückchen. Sag mal, wie viel können wir noch... Aber lass mal gucken, wie kann man hier die... Ach, Werte erhöhen. Okay, wie macht man das? Machen wir Ausdauer. Eigentlich habe ich in Ark mal angefangen mit Ausdauer und Gewicht, ne? Oh, Arbeitstempo gibt's auch. Also Crafting Speed auch wie in Ark. Oh, gibt aber ordentlich was dazu. Ach, guck mal, man kann doch mal gucken erstmal, wie viel man kriegt. Und dann kann man... Oh, das finde ich sehr gut. Man kann erstmal draufklicken, gucken, wie viel man dazu bekommt. Machen wir mal so. Ausdauer und Gewicht erstmal. Alles klar. Sehr cool. Da ist noch ein Schnellreisepunkt wieder und noch irgendwas anderes. Und auf jeden Fall nochmal mehr Ruine hier. Oh. Ich glaube, das ist das Turmsymbol, was wir hier sehen. Da hinten dampft doch irgendwas.
brennt irgendwas. Was ist das da drüben? Da leuchtet auch noch irgendwas rot. Das sieht schon gut aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Das hat was. Auch da drüben, diese Bögen da. Diese riesigen Felsbögen. Komm mal hier rauf. Oh, was sind das da unten für Viecher? Die sehen ja mal cool aus. Die sehen alle so cool aus. Und da ist noch irgend so ein... Oh, es gibt auch ja Flugtiere, ne? So, irgendwo da oben ist ein Schnellreisepunkt. Oh, da hinten ist ein Wasserfall. Das sieht richtig schön aus. Da ist auch noch irgendwas. Sind das... Ist das ein Dorf? Da sind doch Hütten, oder nicht? Da... Ne, das da oben sind Bäume, aber das sind doch Hütten. Gibt es hier auch kleine Siedlungen oder sowas? Finde ich ja mal gut. So. Au, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oder liegt nochmal so eine... Die gucken wir uns auch nochmal an hier. Was seid ihr denn für welche? Noch eine Seele. Gummos, ein Gummos. Alles klar. Oh, sie haben... Alles klar. Zum Glück haben die bis jetzt alle Angst, die wir hier treffen. Die rennen alle weg. Da greift uns noch nichts an. Da liegt noch so eine Sphäre rum. Oh, guck mal da. Turm oben drauf. Das sieht schon cool aus hier, Leute. Nimm das mal mit. Ach nee, das ist keine Sphäre. Das ist so ein Dings. Da oben ist ein Schnellreisepunkt in der Nähe, ne? Da oben drauf. Wasser hätten wir hier auch. Wenn wir es dann irgendwie brauchen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, nur eine Hungeranzeige, keine Durstanzeige, ne? Und hier haben wir zumindest ein bisschen freie Fläche auch wieder. Und wir haben einen Schnellreisepunkt nochmal in der Nähe da oben. Und es sieht einfach cool aus hier. Mit dem Hintergrund, mit diesen Torbögen. Ich glaube, hier bauen wir uns erstmal was... Also stellen wir zumindest mal diese Werkbank auf und gucken, was wir damit überhaupt machen können. Die Frage ist nur, wo? Ich will das irgendwie ein bisschen... Also wenn wir hier was aufbauen, dann sollen wir das... Will ich das, dass wir das schön sehen hier. Wie waren das jetzt? B, ne? B war das Baumenü. Primitive Werkbank. Kostet nur ein bisschen Holz. Wir stellen die erstmal irgendwo hin jetzt. Ich hoffe, wir können die später noch umbauen. F halten zum Bauen. Oh, das ist ja auch cool gemacht. Gefällt mir. Okay, benötigt Handwerk-Rezept wählen. Ach, guck mal hier. Was brauchen wir dafür dann? Können wir, warum ist das so, warum sieht das so ausgegraut? Nein, nicht, ach so. Ah, alles klar. Ah, ja, eine erstmal, ne? Halten zum Arbeiten. Ah, okay. Nicht schlecht gemacht, gefällt mir. Nee, F erhalten. Okay, wir müssen auch noch nehmen. Jetzt haben wir sie. Sehr cool. So, Rezept wählen. Können wir die Axt doch aber auch bauen, oder nicht? Jawohl. Produktion beginnen. Herstellen. Oh, cool. Da können wir mal gucken, ob wir so einen Kristallstein abbauen können mit der Spitzhacke dann. Und nehmen. Oh, das gefällt mir, dass man die Ausrüstung an der Figur sieht. Sowas mag ich immer. Wie können wir denn jetzt hier... Technologien. Ach. Weil das ist ja auch wirklich 1:1 fast arg jetzt hier. Perlbox, eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Perls. Die Perls in der Box werden nach und nach... Okay, das brauchen wir. Würde ich schon mal sagen. Lagerfeuer ist nie verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Zum Reparieren von kaputten Sachen. Bogen und Pfeile. Fasern. Haben wir nicht. Wo kriegen wir Fasern her? Palsphäre natürlich lernen. Wie viele Punkte haben wir noch? Wo steht das? Ah, unten. Acht Punkte haben wir noch zu vergeben. Holzbauset. Lernen wir gleich ein ganzes Set anteilen. Finde ich auch schon mal gut. Ein mieses Bett. Da willst du auch nicht drin schlafen. Im miesen Bett. Reparaturset. Werkzeug für die Reparatur von Gebäuden. Kaputte Gebäude können damit... Alles klar. Stoff. Lernen wir auch nochmal Stoffherstellung. Lernen wir ein mieses Bett. Perlstrohbett. Perl, die nachts in einem Bett schlafen, regenerieren ihre... Gai. Was auch immer das ist. Perls, die kein Bett haben, regenerieren keine Gai. Erholsamer Schlaf ist eben wichtig. Ja, würde ich sagen. Dann nehmen wir das auch noch. Falls wir uns mal einen Perl fangen dann. Oh ja, wir haben noch hier welche zum Angucken. Oh, der sieht ja auch cool aus. Die sehen alle gut aus. Können wir die irgendwie... Ah ja, können wir. So einen haben wir noch gar nicht gesehen. Wo kommt der her? Die finde ich besonders gut. Und hier, das ist der weggelaufen ist, ne?
Die sehen alle super aus. Wir haben noch welche, die wir nicht kennen hier. Das ist auch... Und der... Der sieht richtig cool aus. So ein Hirsch. Wollen wir haben? Oh, das den wir vom Weiten nur am Fliegen sehen, ne? Wie heißt der? Nightwing. Auch sehr cool. Wir haben noch welche in der Liste. Okay, gucken wir mal weiter. Wo kommt noch was? Gibt doch ganz schön viele. Ach, hier den. Das ist bis jetzt der beste, den wir gesehen haben. Das Vieh sieht mal richtig cool aus. Level 30, ne, mit einer richtig dicken Lebensanzeige, Lebensenergieanzeige. Wahrscheinlich so ein kleiner Miniboss oder so ein, was weiß ich, Map-Boss oder was auch immer das ist. Sehr cool. Okay, Huch. Oh, mittlerweile ist dunkel geworden. Oh, ist das schön, wie die leuchten im Dunkeln. Da liegt noch so eine Sphäre. Komm, wir müssen mal gucken jetzt. Wir müssen mal gucken, wie kommt man denn hier an Fasern. Kann ich... Achso, mit dem Mausrad. Lassen wir erstmal noch ein bisschen Holz auf jeden Fall holen. Lagerfeuer haben wir ja gelernt, ne? Fällt ihr auch um, oder? Oh, wir haben Fasern bekommen jetzt. Haben wir... Alles klar. Und holen wir hier ein bisschen was raus. Funktioniert doch ganz gut schon mal. Und wir haben ordentlich Hunger, ne? Wir haben richtig Hunger. Müssen gleich mal ein paar von unseren gepflückten Berries essen. Stelle Palsphäre her. Ja, machen wir gleich. Greife einen Perl an, um ihn zu schwächen. Wirf dann mit Q eine Palsphäre um den Pals. Oh, uns ist kalt. Alles klar. Wir frieren ohne Feuerchen anscheinend. Holen wir mal einen Baum. Oh, hier stehen auch noch ganz viele Berries. Die müssen wir gleich noch pflücken. Und verlieren auch Lebensenergie sofort, ne? Ja, tickt runter. Hungrig, Kälte. Keine Ausdauer mehr dann. Oder wie? Doch, Ausdauer geht noch. Oh, wir sind überladen. Oh, wir sind überladen. Oh, wir sind viel zu überladen. Wie schmeiße ich Sachen weg? Können wir es irgendwie aufteilen? Ja. Nochmal aufteilen. Nochmal aufteilen. Abwerfen, entsorgen. Wirf mal ab nur. Oh, immer noch zu viel. Wirf noch was ab. Geht wieder einigermaßen. Laufen, 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 laufen. Warte mal, Baumenü, ne? Hm. Ach, da oben. Da oben. Alles klar, leuchtet ja alles. Wie schalten wir es durch? So, Palbox. Aufbewahrung. Nahrung. Okay, sehr cool. Lagerfeuer. Au, 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 au. Ich seh nicht mal mehr unsere Lebensenergie, weil es so kalt ist. Wo stellen wir das denn hin? Erstmal irgendwo so ein bisschen am Rand hier, würde ich sagen. Dass wir uns irgendwo an der Seite erstmal wärmen können. So. Bau das. Boah, das dauert lange. Hoffentlich fallen wir nicht gleich um. Man sieht gar nicht, wie viel Lebensenergie wir noch haben. Bauen, bauen, bauen. Komm, 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 komm. Ah, sehr schön. Okay. Rezept wählen. Gegrillte Beeren. Ja, Produktion beginnen. Halten. Ah, wie gut. Da wird richtig gebrutzelt. Das sind aber mal interessante Beeren. Die sehen irgendwie aus wie so eine Hühnchenkeule mit Ei und ein paar Kartoffeln. Coole Beeren. Wenn die auch so schmecken. Super. Alles klar, das dauert aber eine Weile, bis wir das durchgebrutzelt haben. Wir brutzeln uns erstmal nur so ein paar, würde ich sagen. Ich finde es aber cool, dass das alles mit so kleinen Animationen gemacht ist. Finde ich schon mal super. Was war der Wind? Da fängt es auch noch an zu regnen obendrauf. Wir haben nicht mal Klamotten. Wir rennen hier noch mit dem Lendenschutz rum und stehen bloß am Lagerfeuer und grillen uns gerade ein paar Beeren. Also lass mal ein bisschen das Wetter noch... Halt dich noch ein bisschen zurückspielen mit dem Wetter. Wenn es hier überhaupt regnen kann. Auf jeden Fall ist es schon mal kalt nachts. So, ich denke, das reicht. Wir nehmen... Erhalten, nehmen die raus. Wenn ich jetzt abbrechen mache, haben wir dann die restlichen Berries einfach wieder noch ungegrillt in der Tasche, ne? Benutzen. Huch, nee. Wie benutze ich die? Ach so, okay. Rechtsklick und dann wem geben? Ja, uns. Ah, sehr schön. Alles klar, da sind wir erstmal wieder satt. Schmeiß dieses Holz mal zusammen. So, ab an die Werkbank. Boah, hier ist schon wieder kalt. Was brauchen wir denn für den Bogen? Ach, immer noch Fasern. Wir müssen noch einen Baum fällen dann. Da hinten. Schnell nochmal hinrennen.
Hier, können wir das... Ach nee, wir können nicht mehr... Wir müssen einfach eine Truhe bauen. Müssen wir gleich wieder überladen, ne? Ja, das ist kein guter Plan. Komm, wir bauen erstmal eine Kiste auch und stellen die neben die Werkbank. Wir müssen irgendwo was reinschmeißen können. Ach, Stöckchen. Boah, frostig, frostig, frostig. Einmal kurz aufwärmen. So, Ach, cool. Aufbewahrung. Kommst mal hier an die Rückseite der Werkbank. So. Zack. Alles klar. Zack. Bau die Kiste auf. Wir müssen Material reinschmeißen. Sehr schön. Öffnen. Schmeiß mal zumindest Holz rein. Schmeiß Stein rein. Da. Ja, das schmeißen wir da rein. Und Fasern. Was ist das noch? Leder. Wolle. Gold, das, was ist das? Abieren Saatgut. Okay, das bleibt mal in meiner Tasche hier. Die Sphären auf jeden Fall. So. Okay. Nochmal Fasern. Brauchen wir noch ein bisschen. Und jetzt können wir das Holz auch hier vor allem wieder mitnehmen, ne? Sehr cool. Und gleich nochmal Berries pflücken auf dem Weg. Bisschen dunkel jetzt hier. Aber wir gehen gleich zurück zum Feuer. Viel Fasern fehlen ja nicht mehr. Einmal. Zweimal. Alles klar. Ich hoffe, wir brauchen die jetzt auch nicht noch für die Pfeile. Ah, nochmal Level up. Wie gut. So, ab zurück zum Feuer. Und zur Werkbank. Achso, jetzt habe ich ja alles hier reingeschmissen. Gib das mal rüber. Fasern auch. Alles zusammen. Ran an die Werkbank. So, ein Bogen. Und dann Schwungpfeile. Und dann versuchen wir uns mal so ein Perl zu fangen. Das machen wir dann aber, ihr Lieben, in der nächsten Folge. Denn wenn ich so auf die Uhr gucke, ist schon über eine halbe Stunde. Müssen wir langsam zum Ende dieser Folge kommen. Ja, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, die erste Folge. Ich hoffe sehr, dass ihr Bock habt, dass wir zusammen hier Palworld zocken. Und sage auf jeden Fall wie immer vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Nimm schon mal den Bogen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.